Was? Was? Was ist da los? Bleib doch auf! Oh mein Gott. Leute. Was war mit der Tür los gerade? Normalus. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Ja, in der letzten Folge haben wir den Blinden mit den kurzen Beinen ausgetrickst. Mehr oder weniger. Oh, ist doch viel zu laut. Viel zu laut. Da kommt er auch schon. Der Blindi. Müssen wir da runterspringen? Oder müssen wir ihn da runterschubsen? Mach die Tür zu, komm. Hilfe! Nein! Da kommt doch bestimmt der Arm runter jetzt. Mich? Okay. Oh, ein Haufen Schuhe. Oh Gott. Was soll das? Wer stellt hier drin eine Lampe auf? Naja. Alter, die ganzen Schüchen. Alter! Warum nur Schuhe? Oh, ich ertrinke in den Schuhen. Raus! Ah, ein Schuhhai! Schuhhai? Aha. Raus. Was soll das? Ratte an der Wand. Wieso ging dieses Shot zu hinter uns? Ah! Ah! Hilfe! Weg mit dir! Ekliger! Herbert! Na toll. Jetzt sucht er hier drin. Nein, er hat mich gleich. Er sieht nichts. Okay. Oh, der Wichtel. Noch ein Wichtel. Ja, die Wichtel retten mich. Wieder so ein Spielzimmer. Also die fressen die Kinder. Aber wie vermehren die dich dann? Ich meine, wie kommt man darauf? Oder ist es eine andere Spezies? Ist es
sind das, ja, weiß nicht. Die werden sich ja nicht selbst auffressen, oder? Oder ja, gibt schon Menschenfresser, ne? Gibt schon. Ach, Leute, Leute, Leute. Wie komme ich hier weiter? Aha. Ah, aha. Okay. Ich verstehe. Hüpf. Schrei nicht so. Da oben ist er. Nein, sag nicht, ich muss darauf. Doch, ich muss darauf. Da ist nämlich bestimmt irgendwas. Ah ja, okay, ich verstehe. Da ist ein Ablenkungsmanöver, sonst nichts. Ah, ein Secret. Hier. Haben wir so. Ja, ihr denkt, ihr könnt das verstecken von mir, ja? So, das checke ich gerade nicht. Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich jetzt hier hinten irgendwie den Alarmaffen holen? Ah, bleib unten, ey. Bleib unten, bleib unten. Dann hier über die Schubladen abhauen, oder was? Was wollt ihr von mir? Also, ich hole mir jetzt mal das Äffchen. Gib mir den Affen, komm! Nein! Ach, komm. Was macht er mit mir? Krass. Wie krass dumm einfach. Jo! Verdammt! Ist wieder laut. Rauf, 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 rauf! Leute, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, glaube ich halt. Ja. Gut. Ah, der kommt sicher mit seinem Arm hier rein. Kletter lieber hoch. So. Kurz. Achtung, im Timer wieder starten. So. Ja. Was soll ich sagen? Oh Gott. Jetzt ist der oben. Der Langarm, Kurzbeinmann, weiß ich nicht, wie ich den nennen soll. Der hört dich halt, sobald du von dem Teppich runtergehst. Jetzt ist die Frage, soll ich darüber springen? Anscheinend. Oh Gott. Weil er das nicht gehört hat, dann weiß ich es nicht. Nein, 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 nein,
Bin gar nicht da. Warum hat man auch so viele Uhren? Ah! Ich kann nicht rauf auf die Uhr. Ah, da darf ich mich bewegen. Jetzt wieder nicht. Während des Uhrenlärms kann ich mich anscheinend frei bewegen. Schuh. Raus da, raus da, raus da, raus da, raus. Raus, 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 raus. Nein. Nein. Nein, er holt mich ein. Was? Was? Was ist da los? Bleib doch auf! Oh mein Gott. Leute. Was war mit der Tür los gerade? So. Aha. Aha, Wichtel. Du erst auf Wichteljagd. Jetzt. Wichtel. Ich sehe ihn nicht. Er ist hier nach hinten gelaufen. Da ist er. Da. Hallo. Ja. Ich bin froh, wenn wir den Opa los sind. Ah, da kann man hochklettern. Okay. Warum fliegt da ein Piano? Ich dachte gerade, der hört das schon wieder, wenn irgendwie was runterfällt. Aber wenn ich aufs Piano hüpfe, das hört er doch. Ja, darum hüpfe ich einfach nicht drauf. Ich hüpfe einfach nicht drauf. Ich hüpfe einfach daneben. Ja, dann hört er mich nicht. Das ist der geheime Trick bei diesem Rätsel. Ja. Trotzdem, dass ich da oben die Fackel entzündet habe, oder hat das Licht, bin ich hier unten. Sagt mir, dass das keine Speicherpunkte sind, anscheinend. Schade. Naja. So. Aha. Wenn es ganz nah ist. Dong. Jetzt kommt er bestimmt, oder? Nein, die Bücher. Okay. Nein, kein Feuer. Oh, ich brauche wieder eine Kurbel. Kriege ich die Kurbel? Oh Gott, nein. Ah, das ist wieder so ein Äffchen, so ein Verräteraffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Da drüben ist die Spieluhr. Die verrät mich auch.
Da unten wäre eine Kerze, die müssen wir anzünden. Da oben ist eine Kerze, die müssen wir auch anzünden. Gehen wir zuerst zu der Kerze hier. So, zünd sie an. Oh Gott! Das ist doch viel zu weit. Warum flüstere ich eigentlich? Der hört mich eh nicht. Also wir müssen die Kurbel finden. Und die ist bestimmt am Ende des Gangs irgendwo. Ich habe halt Angst, wenn ich da rüber gehe, dass ich das alles runterwerfe. Wird auf jeden Fall passieren. Oh. Oh je, Hilfe. Muss ich da wirklich rüberspringen jetzt? Mein Gott. Da schnuppert er wieder. Geht der weg jetzt? Kann ich zu der Kerze? Opa! Ich bitte zu der Kerze. Lass mich. Ja. Das hört er doch, oder? Ist doch laut. Quietsch, quietsch. So. Ah, da muss ich rein. Da müssen wir rein. Geh rein da. Nein! Fernseher. So hat alles angefangen. Spieldose. So hat alles angefangen. Leute. Das kann nichts Gutes heißen. Auf jeden Fall. Machen wir Schluss für die Folge. Danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!